Mercedes schließt die Lücke zwischen dem GLA und dem GLC. Der neue GLB ist nicht nur das 8. Kompaktfahrzeug der Stuttgarter, sondern auch das erste kompakte mit bis zu 7 Sitzen. Wie er sich fährt und was er sonst noch zu liefern hat, das schauen wir uns jetzt an. Wenn wir uns die Front des GLB anschauen, dann fällt zuallererst mal hier bei unserem Fahrzeug der große Kühlergrill auf. Und ganz wichtig, die gibt es in drei unterschiedlichen Formen. Nämlich einmal hier, das ist der AMG Trim Level quasi, das Exterior Package mit dem großen Zentralstern und dieser einen großen Strebe auf jeder Seite. Es gibt den Standardgrill, der hat dann zwei davon auf jeder Seite. Oder es gibt natürlich den Panamericaner Grill beim AMG, der hat dann diese senkrechten Streben und wirkt einfach wie eine nochmals größere Öffnung und damit nochmals sportlicher. Außerdem wichtiger Teil ist hier unten dieser recht scharf gezeichnete Splitter, der dem Auto einfach ein bisschen Dynamik verleiht. Wenn wir uns dann zum Thema Dynamik weiter unterhalten, was mir richtig gut gefällt, das sind diese großen Power-Domes hier auf der Haube. Die sorgen einfach für Kraft von vorne und ganz wichtig ist, das Auto soll hochwirken und nicht so lang, wie es eigentlich ist. Und das sieht man auch schon an der Front, denn wir haben hier ein Tagfahrlicht, das auch die Höhe betont und das, wie ich finde, hat der Wagen im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugen von Mercedes relativ große Augen und ich finde von vorne ein echter Hingucker. Alle Motoren des GLB sind Reihen-Vierzylinder und bei den Dieselaggregaten gibt es hier Leistungen zwischen 116 bis rauf zu 190 PS. Bei den Benzinern gibt es aktuell zwei Versionen, nämlich einmal 163 bzw. 224 PS. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch die AMG-Version, den GLB 35, der hat an 306 PS. Die Fahrzeuge werden immer mit einem Automatikgetriebe geliefert. Das heißt, wir reden eigentlich immer von 8 Stufen, wobei der kleinste Benziner ein 7-stufiges Getriebe hat. Das gilt übrigens auch für das Fahrzeug, das noch kommt, nämlich den GLB 180, den Einstiegs-GLB. Der hat dann auch eine 7-stufige Automatik. Und außerdem wichtig, natürlich gibt es die Fahrzeuge in den höheren Leistungsstufen dann auch mit dem 4-Matic-System an Bord. Das heißt also, Allrad ist auch möglich. Zu den Wettbewerbern des GLB gehören unter anderem der Honda CR-V und der Toyota RAV4. Der Mercedes GLB fährt mit einem 163 PS starken 1,4 Liter Benziner und Automatikgetriebe vor. Beim Honda gibt es 173 PS aus 1,5 Litern nebst Handschaltung. Und beim ebenfalls manuell zu schaltenden Toyota 175 PS aus 2 Litern. Alle drei Basismodelle sind Fronttriebler. Mit 4,63 Meter Länge ist der Mercedes 3 cm länger als die Fahrzeuge von Honda und Toyota. Und so bietet der Mercedes mit 1800 Litern rund 45 Liter mehr maximales Ladevolumen als der CR-V und 110 Liter mehr als der RAV4. Mein Testwagen, der hat den 2 Liter Vierzylinder Diesel an Bord mit 140 kW bzw. 190 PS und maximal 400 Newtonmeter Drehmoment. Und das ist beim Auto hier gekoppelt immer serienmäßig mit einem 8-stufigen Automatikgetriebe. Und dieses Paket macht hier im Auto wirklich Sinn. Er fährt sich sehr schön ruhig, sehr entspannt. Man merkt die Schaltvorgänge eigentlich gar nicht. Und wenn man es dann mal, sagen wir mal, ein bisschen sportlicher haben will, dann tritt man das Gaspedal durch. Er verschluckt sich ganz kurz, aber dann gibt er wirklich ordentlich Leistung ab und lässt sich auch dann, wie ich finde, recht sportlich fahren. Macht dann wirklich Spaß. Der Reihen-Vierzylinder-Diesel meines Mercedes GLB 220D 4-Matic soll laut Datenblatt nur 5,4 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Während meiner Probefahrt zeigt mir der Bordcomputer jedoch 6,2 Liter an. Dennoch für ein 190 PS starkes und rund 1700 Kilo schweres SUV kein schlechter Wert. Der GLB ist im Grunde genommen ein wirklich schönes, leises Auto. Also von daher ganz klar ein Komfortplus. Aber wenn man auf Straßen unterwegs ist, wo die Oberfläche so ein bisschen rauer ist, dann habe ich das Gefühl hier im Auto, dass ich den Raum, den der Wagen bietet, irgendwie höre. Das kann man nicht anders beschreiben. Es fühlt sich einfach so an, als würde man in einem relativ großen Raum sein. Und das ist nichts, was stört, aber vielleicht etwas, woran man sich gewöhnen muss. Wenn wir uns die Seite des GLB anschauen, dann fallen hier natürlich sofort die großen Räder auf. Wichtig ist aber zu wissen, der GLB kommt serienmäßig auf 17 Zöllern daher. Es gibt aber auf Wunsch und natürlich gegen Aufpreis auch bis zu 20 Zoll große Felgen. Wenn wir uns das Auto insgesamt anschauen, der ist 4,63 Meter lang und damit rund 20 cm länger als die aktuelle B-Klasse. Wichtiger ist aber noch,
Von diesen 20 cm sind 10 cm Radstand, die das Fahrzeug mehr hat, nämlich 2,83 m. Und die anderen 10 cm sind am Hinterwagen. Das heißt aber hier, wir haben natürlich innen deutlich mehr Platz, deswegen auch der optionale Siebensitzer. Wichtig war Mercedes bei dem Fahrzeug, die Länge zu kaschieren. Und das hat man durch so ein paar Designkniffe gelöst. Zum Beispiel haben wir hier diese Grafik, die wir hier sehen, kriegt hier so einen Schwung nach oben. Das sorgt dafür, wenn wir uns das Auto von der Seite anschauen, wir schauen und hier hören wir quasi auf zu gucken. Und deswegen wirkt der Wagen kürzer, als er eigentlich ist. Außerdem ganz wichtig für Mercedes, sehr hohe Scheiben. Das sorgt dafür, dass das Auto höher wirkt und damit eben kürzer. Und das gibt dem Auto dann einfach diese schönere Proportion. Ich finde übrigens, von der Seite sieht er ein bisschen aus wie ein kleiner GLS. Außerdem wichtig, es ist ein SUV und deswegen hat er nicht nur 20 cm Bodenfreiheit, sondern er hat auch diese typischen Rathausbeplankungen und die Seitenbeplankungen, die dem Auto einfach so ein bisschen den robusten Look geben sollen. Wichtig außerdem beim Auto, wir haben hier an den Heckleuchten nicht nur diese einzigartige Signatur, sondern wir haben auch immer LED-Technologie mit an Bord, bereits serienmäßig. Und wenn wir uns den unteren Bereich des Hecks anschauen, dann finden wir hier bei unserem Auto so einen Diffusor, eine Diffusoroptik mit zwei schönen großen verchromten Endrohren. Bei der AMG-Version ist das Ganze mit runden Endrohren noch mal sportlicher gehalten. Und wichtig ist natürlich, wenn ich mir dieses steile Heck anschaue, das sorgt für viel Platz. Und den Platz finden wir hinter der Heckklappe. Denn der GLB, der bietet mit aufgestellter Rückbank 560 Liter maximales Ladevolumen. Klappe ich die Rücksitze um, übrigens im Verhältnis 40-20-40, dann steigt das Ganze an bis 1.755 Liter. Ist für dieses Segment ein sehr ordentlicher Wert. Das gilt allerdings für den Fünfsitzer. Wenn es die Siebensitzer-Version sein soll, dann fehlt ein bisschen was, denn die Sitze, die sind halt hier flach im Boden verbaut. Für mich ist übrigens das Heck des GLB ganz klar die Ansicht, die sich am meisten lohnt. Ja, der GLB ist ja das achte Mitglied in unserer Familie der Kompaktfahrzeuge und ein kompakter SUV. Und für uns war sehr, sehr wichtig, die beiden Welten Kompaktfahrzeug und SUV zusammenlaufen zu lassen. Wir haben also ein Fahrzeug mit einer sehr, sehr hohen Funktionalität. Das Fahrzeug ist auch verfügbar mit 7 Sitzen, also das erste Fahrzeug dieser Klasse bei uns mit 7 Sitzen und deckt somit natürlich auch eine breite Kundengruppe ab, die wir damit erreichen können. Insbesondere für uns natürlich die Familien mit Kindern, die das Fahrzeug sehr, sehr variabel nutzen können. Auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr freizeitorientierte Kunden, denen es sehr wichtig ist, ein Fahrzeug zu haben, was eine hohe Variabilität im Innenraum hat. Gleichzeitig all das aber kombiniert mit einem sehr, sehr kleinen Fußabdruck, denn das Fahrzeug ist nur 4,63 Meter lang und somit natürlich in der Stadt mit 7 Sitzplätzen sehr, sehr gut nutzbar. Auch wenn der GLB ja eigentlich eher für die Straße gemacht ist, ist er dennoch ein SUV. Und deswegen fahren wir damit jetzt Offroad. Der GLB, den ich fahre, der hat das Offroad-Paket mit an Bord. Und das bietet mir dann die Möglichkeit, hier bei den Fahrmodi einen Offroad-Modus zu wählen. Und der sorgt einfach dafür, dass der Wagen insgesamt eher fürs Offroad-Fahren abgestimmt wird. Jetzt haben wir hier eine Verschränkung. Schauen wir doch mal, wie er sich da so verhält. So, jetzt geht's bergauf. Mal schauen, wie er sich da schlägt. Das traut man ihm gar nicht zu, aber der benimmt sich hier wie ein Großer. Ich glaube, das Besondere ist, dass das Fahrzeug die Eigenschaften, die unsere Kompaktwagenfamilie mitbringt, auch hier zeigt. Das sind die Innovationen, die wir auf der Seite der Sicherheitssysteme haben. Das ist auf der anderen Seite aber auch vom Fahrzeugkonzept her kommend, die hohe Variabilität. Zum Beispiel, wenn man das Fahrzeug im Innenraum betrachtet, eine vollvariable Sitzbank auf der zweiten Sitzreihe, die dritte Sitzreihe, die verfügbar ist. Und das Fahrzeug ist, anders als die anderen Kompaktfahrzeuge, bei uns 20 cm länger. Wir haben 10 cm im Radstand das Fahrzeug verlängert, weitere 10 cm im Heck, sodass wir eine sehr, sehr hohe Alltagstauglichkeit des Fahrzeugs sicherstellen können. Im Vergleich scheint der Mercedes mit einem Einstiegspreis für den GLB 200 von knapp unter 38.000 Euro recht teuer. Beginnt die Preisliste des CRV doch bereits bei 28.990 Euro und beim RAV4 bei 30.690. Will man jedoch einen Siebensitzer, den es bei Mercedes für rund 1.300 Euro Aufpreis gibt, muss man bei Honda das Modell Lifestyle bestellen, welches dann 38.690 Euro kostet.
Alle neuen Modelle von Mercedes haben jetzt MBUX an Bord, also das neue Mercedes Infotainment System. Und da ist natürlich der GLB auch keine Ausnahme. Und das Schöne hier im Fahrzeug ist, ich habe hier vorne zwei große Bildschirme, die unter einem Stück Glas verbaut wurden und bieten mir also hier das große Widescreen-Cockpit, das ich natürlich auch anpassen kann mit unterschiedlichen Ansichten, mit unterschiedlichen Inhalten. Also wirklich schönes System. Außerdem darüber hinaus gibt es natürlich die neue Mercedes-Benz Sprachsteuerung mit MBUX. Und das heißt, ich kann einfach so mit meinem Auto reden und es macht das, was ich von ihm erwarte in dem Moment. Und das Ganze hat noch den Vorteil, dass ich eben durch das neue Lenkrad mit den Bedienelementen am Lenkrad eben dieses komplette System steuern kann, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Das Thema Platz war bei der Entwicklung des GLB eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und der Wagen bietet hier auf den Vordersitzen auch für große Menschen wie mich wirklich mehr als ausreichend Platz. Ich habe über mir noch eine Handbreit bis zum Glasdach und selbst der Holm hier ist noch rund 3 cm von meinem Kopf entfernt und das, obwohl ich sehr aufrecht sitze. Wie viel Platz er hinter mir bietet, das schauen wir uns bei einem kurzen Stopp an. So, jetzt der versprochene Stopp, um zu schauen, ob ich hinter mir sitzen kann. Sitz habe ich nicht verstellt, schauen wir noch mal. Er soll ja viel Platz bieten. Und wie man sieht, einsteigen ist einfach und ich mit meinen 1,95 Meter sitze hinter mir. Ich habe nichts verstellt und habe zum Knie noch eine Handbreit Platz. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch Kopffreiheit und ich sitze hier und habe über mir noch rund 2 cm Luft. Finde ich persönlich für so ein kleines Auto richtig gut. Die Rückbank des GLB, die ist verschiebbar und zwar bis zu 14 cm. Wenn ich nach vorne ziehe, dann wird es eng. Dafür habe ich aber jetzt mehr Kofferraum, aber man kann den Wagen wirklich schön anpassen. Und es funktioniert, wie gesagt, auch wenn vorne und hinten ein großer Mensch sitzt. Unser Testwagen verfügt leider nicht über die optionale dritte Sitzreihe, weshalb ich es nicht ausprobieren kann, wie es dort mit dem Platz bestellt ist. Die zwei zusätzlichen Einzelsitze sollen jedoch Personen bis zu einer Körpergröße von 1,68 Meter ausreichend Platz bieten. Das Interieur des GLB finde ich persönlich sehr gelungen, denn das ist zum einen so typisch Mercedes, auf der anderen Seite aber ein bisschen verspielter und ein bisschen robuster und ein ganz klarer Hingucker neben diesen Lüftungsdüsen, die wir hier haben, die so ein bisschen an die Turbinen von Jets erinnern sollen, übrigens erste Mal verbaut worden, glaube ich, in der A-Klasse, haben wir hier so metallische Elemente, zum Beispiel am Armaturenbrett, an den Türgriffen oder auch hier an der Mittelkonsole. Die sehen aus, als hätte man aus einem Stück rundem Stahl einfach eine Kante rausgefräst. Ist eine richtig schöne Sache, sieht einfach sehr hochwertig aus. Auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, ob das vielleicht zu viel, sag mal, Robustheit oder Verspieltheit ist für ein Fahrzeug, das ansonsten sehr komfortabel daherkommt. Zusätzlich gibt es hier im Fahrzeug sehr viele Oberflächen, die in Hochglanz schwarz gehalten sind. Das wirkt im Auto sehr edel und sehr schön, vor allen Dingen in Verbindung mit diesen metallischen Teilen. Aber der Nachteil ist natürlich, ich muss immer das Staubtuch parat haben. Die Sitze im GLB finde ich richtig gut. Die bieten ordentlich Komfort und auch ausreichend Seitenhalt. Es sei denn, ich lasse es richtig krachen, dann ist es halt so, dass die ein bisschen mehr bieten könnten. Aber ich denke, für dieses Karacho ist der GLB einfach auch nicht gemacht. Der GLB hat sehr hohe Fenster und das hat den großen Vorteil, dass wir hier im Auto gerade für einen Mercedes eine extrem gute Rundumsicht haben. Das heißt, ich kann immer sehr genau in allen Richtungen sehen, wo fängt das Auto an und wo hört es wieder auf. Was mir beim GLB noch sehr positiv auffällt, ist das Fahrwerk des Fahrzeugs, denn es ist schön straff, ohne nervös zu sein und der Wagen neigt sich zum Beispiel auch bei schneller Kurvenfahrt eigentlich überhaupt nicht. Das war meine Probefahrt im neuen Mercedes GLB, dem neuen kompakten, jetzt mit 7 Sitzen. Was sehr schön ist, das Auto bietet viel Platz auf wirklich geringer Grundfläche und es ist ein typischer Mercedes, wenn wir über Qualität und auch über das Thema Sicherheit und Fahrkomfort reden. Aber der Einstiegspreis ist meiner Meinung nach relativ hoch. Knapp unter 38.000 Euro startet das Modell. Es soll zwar bald noch eine etwas preiswertere Einstiegsvariante geben, aber nichtsdestotrotz, wer gern Mercedes fährt und ein kleines Auto mit viel Platz sucht, sollte den GLB auf jeden Fall mal Probe fahren.